Mein Name ist Martin Heinrich. Ich bin auch Inhaber vom Weingut G.A. Heinrich. Das Kürzel G.A. steht für meine Vorfahren, Gustav, mein Opa, A für Adolf, mein Vater. Ich bin heute in der glücklichen Lage, das traditionelle Heilbronner Familienweingut an meine Söhne übergeben zu haben. Zu meiner Linken der Sohn Björn und zu meiner Rechten der Sohn Tobias. Wir haben jetzt 500 Jahre Familientradition im Weinbau und ist was Herrliches. Tradition verpflichtet, Tradition schafft auch Vertrauen. So, wir befinden uns hier im Heilbronner Hunsberg, einer der Top-Lagen unter den Heilbronner Lagen. Ein wirkliches Filetstück Süd, ausgerichtet auf dem reinen Gräuber, also ein reiner Kiesboden, der hier vorliegt, der eine besondere Würze dem Wein verleiht. Die Rebsorte hier ist der Lemberger, einer unserer Hauptrebsorten, auf die wir den Fokus setzen. Unter anderem auch der Weißburgunder, der Spätburgunder, für die wir hier ein hervorragendes Mikroklima haben, wie wir denken. Und da probieren wir wirklich die Lageneigenschaften mit in den Keller zu transportieren. Und da probieren wir einfach so wenig wie möglich einzugreifen, um die Lage so sehr wie möglich zu betonen und im Glas schmeckbar zu machen. Nach der Lese kommen dann die Trauben hier im Keller an. Uns ist es ganz wichtig, die Qualität zu erhalten. Wir können die hier im Keller nicht verbessern. Daher ist auch die Wahl des Fasses extrem wichtig und von großer Bedeutung bei uns, wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Spätburgunder. Es ist eine Viertbefüllung, dass der Wein einfach nicht zu viel Holzeinfluss erfährt, sondern die Traube und im Idealfall die Lage schmeckbar wird. Unsere Rotweine sind dafür bekannt, dass sie ein sehr hohes Lagerpotenzial haben. Deshalb bringen wir die Rotweine oftmals erst dreijährig oder noch älter auf den Markt, wie jetzt zum Beispiel hier unseren 2013er Wollendieb. Nichtsdestotrotz tut es ihm auch jetzt noch gut, wenn man ihn etwas atmen lässt. Deshalb dekantieren wir das einfach mal. Ja, das Schöne am Weinbau ist die Arbeit im Einklang mit der Natur. Und wenn dann solche Produkte, wie jetzt dieser hier, dieser Wein rauskommen, dann macht es natürlich besonders Spaß. Sehr zum Wohle.